Die nordsyrische Kurdenstadt Kobane. Monatelang tobte hier eine blutige Verteidigungsschlacht gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Am Ende gelang es den syrisch-kurdischen Verteidigern, den IS zu vertreiben. Der Preis dafür ist hoch. Weite Teile Kobanes liegen in Trümmern. Viele Bewohner sind auf der Flucht, aber der Wiederaufbau ist in vollem Gange. Zumindest die Straßen in Kobane sind vom Schutt befreit. Drei Viertel der Stadt sind zerstört, aber es gibt Erfolge. Die Kurden haben das Stadtgebiet vollständig von Blindgängern und Bomben der Terrormiliz IS gesäubert, melden die kurdischen Sicherheitskräfte. Als der IS im Januar aus der Stadt vertrieben wurde, hinterließen die IS-Kämpfer zahlreiche Sprengfallen in den Häusern. Hier war eine Mine im Kühlschrank versteckt, erklärt der Polizist. Eine zweite in den Trümmern im Nebenraum. Der IS wollte Zivilisten treffen. Hunderte solcher Sprengsätze wurden bislang eingesammelt. Noch immer sind Dörfer in der Umgebung von Kobane wegen versteckter Sprengfallen und Minen unbewohnbar. Der Aufbau der Stadt hat begonnen, aber ohne Unterstützung von außen ist er nicht zu meistern, sagt die kurdische Selbstverwaltung. Sie fordert eine vollständige Öffnung der Grenze zur Türkei. Immer mehr Rückkehrer strömten in die Stadt. Ihre Versorgung sei ohne freien, grenzüberschreitenden Handel nicht zu gewährleisten. Die Grenze zwischen Kobane und der Türkei muss endlich aufgemacht werden. Menschen aus vielen Ländern wollen uns beim Wiederaufbau helfen, aber die Türkei lässt sie nicht zu uns kommen. Unter den Trümmern werden noch immer Leichen von IS-Kämpfern gefunden. Mehr als 1000 von ihnen wurden bereits außerhalb der Stadt beigesetzt.